das sowieso nicht über den Stream anschauen. Düdüm. So, wir sind wieder da bei Shantae and the Pirates Girls. Und mit wir meine ich nicht nur mich. Sondern ich auch! Ja, ja, das ist. Ja, das stimmt. So, die und. Co-Kommentatorin Saki. Die. Co-Kommentatorin. Spuckinsel. Spuckinsel. Wie gesagt, nicht die Schluckinsel. Ja. Auf der Spuckinsel gibt's dann auch die Ausspuckkönigin. Wie kommen wir da jetzt weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Also das musst du ja die zweite Statue aktivieren. Und dann den Rest. Dann kannst du erstmal nach oben und oben schauen wir weiter. Aber an sich ist das nicht im Moment. Eigentlich müsste ich die hier zuerst aktivieren und dann. War das nicht so? Ach ja, die zweite ist ja die letzte, weil sie ja am schnellsten nach unten geht. Ja. Ja, genau. Piu, piu. Piu, piu. So, jetzt schnell. Und hüpp. Ich weiß nicht, was wir da oben machen sollen. Ja, vor allem, wir kommen ja da nicht weiter, so irgendwie. Hier, das ist. Oh Gott. Aber ich. Nee, ja. Oh Gott. Ach, da geht's ja. Rechts. Da kann man ja gar nicht drauf stehen, stimmt. Ups. Ja, erstmal nach rechts, ja. Also, ehrlich gesagt, ich bin immer noch nicht schlauer, was das alles hier angeht. Ich gehe hier weg. Stimmt, die Frösche. Piu, piu! Ah! Böser nicht Frosch. Sterben! Du hast eine drei Scheiße gehabt. Ey! Das will okay, ich jetzt das nicht. Mehr als ich es hab, aber. Nein, aber ich meine jetzt, das war, wieso sagst du nicht einfach nur, ich hab drei Herzen? Ja, tut mir leid, ist ja gut. Du musst keine satzverstärkenden Wörter benutzen. Mach und wenn, dann mach, es in, wenn, dann mach es in SpongeBobs Matrosensprache. Okay. Wäre jetzt interessant, wie du das schaffen würdest, Soundeffekte von irgendwelchen Delfinen oder nee, danke. Sachen hinzukriegen. Ja, komm schon. Geht doch. So. Aber irgendwie, man soll den also mit Fleisch aufwecken, den Drachen, der da ist. Den Monster, das ist doch kein Drache. Oder? Das Monster. Ja, sorry. Keine Ahnung, vielleicht kannst du irgendwie auf ihn klicken oder so. Oder wenn du dann nach unten fällst. Dann? Kannst du vielleicht mal das Fleisch ansprechen, wie ich es gesagt habe. Ja, aber das habe ich doch sicherlich schon mal. Sicher? Ja. Ich erinnere mich kaum. Bin ich ganz ehrlich. Ja, weil du nie an Nick aufgepasst hast. Nein, aha. Keine Ahnung. Ja, du hast bestimmt irgendwelche anderen Sachen gemacht. Nein. Und ich will gar nicht wissen, was. Hallo, Mr. T. So. Es ist ein Gigalomox. Sieht doch ein bisschen wie ein Drache aus, oder nicht? Ah, oh, schon. Na, siehst du. Wow, das Vieh ist gewaltig, ja. was steht auf dem Schild? Vorsicht, Gigalomox reagiert auf Reisende, die nach Schinken riechen. Das heißt, die anderen müssen erstmal essen. Mhm. Und dann irgendwie nach oben kommen. Ja. Also muss ich erstmal nach unten kommen. Okay, dann gehen wir mal runter. Ja, kein Ding. So, und hier ist ja dieser Schinken. Kann man das irgendwie ansprechen? Hallo Schinken! Oh, Moment! What the? Ha! Siehst du! Und du weißt, dass sowas würde nicht funktionieren! Wieso? Das ist. Aber was machen wir hier jetzt damit? Keine Ahnung. Ist er jetzt schon fertig? Nein. Hä? Nee, ich glaube, mehr hilft dir nicht. Hm. Aber wir haben jetzt einen kleinen Pott. Wasser. Was passiert jetzt? Ich meine, wir. In der Mitte ist ja eine Vertiefung. Aber wo kriegen wir Wasser her? Von oben, weißt du? Okay, ja, keine Ahnung. ja, also ich weiß, dass oben halt ein bisschen Wasser ist, aber ich habe keine Ahnung, wie man das überträgt. Und vor allem, was ist jetzt mit dem Schinken? Warum ist da so eine Wolke?
Was bringt diese Wolke? Keine Ahnung. Aber wir sind jetzt ein bisschen weitergekommen. Und der Hase ist dabei. Wir sind gar nicht weitergekommen. Doch, wir haben den Schinken gedreht. Wir haben Schinken gedreht, toll. Und wir haben Staubschinken gemacht. Keine Ahnung, okay. Was ist denn das für ein komisches Zeug? Der gibt ja keinen. Ja, ich möchte speichern. Warte, der Alte, bei dem, ja, ein Kollege von mir ist dabei. Aber was ich sagen wollte, da gibt's, war doch der, der mit dem Ehering. Ja, was war mit weißt dem? Du? Vielleicht hat er irgendwas gesagt, was wir uns gar nicht bemerkt haben. Nö, oder? Jetzt muss ich hier nochmal überall hin. Herr Hase, es ist egal. Was du gesehen hast und was nicht. Hauptsache, du kannst googeln. Nein. Ich meine, nein, ich will eigentlich nicht mit der Hilfe von Google oder sowas oder von irgendwelchen Guides. Hier. So, hier ist der Typ. Ich habe meine Erinnerung komplett an. Vielleicht solltest du ihn dorthin so bringen, wo ich zum Angehalten habe. Der geheimnisvolle Felsen zwischen den vier Linienstatuen. Ja, aber da ist doch, da hatten wir das doch schon, oder? Und dadurch haben wir gemacht, dass die nach oben können. Vielleicht gibt es doch einen anderen Weg, den wir gar nicht gesehen haben. Also den, wo du halt die ganze Zeit Hochfeuer gehen wolltest und es nie geklappt hat. Und pass auf, du stirbst fast. Ich erhalte Fleischspieß. Ah, okay. Nom nom nom. Ich habe dir schon nichts gesagt. Ach ja, und hallo, Bob. Hey, nimm es ernst! Ich meine, es ist so ein typischer Standardspruch. Hallo, Bob! Den könnte jeder sagen, in jeder Situation. Aber ich meine, man könnte ja auf der anderen Seite hochkommen. Ja, das stimmt, dann musst du wirklich like Sonic sein. Ja, aber... wie? Keine Ahnung, gucken wir erstmal besser, vielleicht... Vielleicht gibt's ja hier eine Möglichkeit, upsa. Nee. Ich meine, dieses Ding geht ja es dann gibt schon keine weg. Möglichkeit. Also es geht bis hier, aber dann nicht weiter. Das ist ja das Problem. Also... Blasenschild, Fleischspieß. Hihihi. Entschuldigung, sorry. Hep, hep, hep. Ja, aber wo soll es denn dann hingehen? Ich meine, die wollen Wasser auf jeden Fall haben. Also müssen wir denen Wasser geben. Ja, aber wie? Hier ist Wasser, irgendwie. Ja, irgendwie. Ja. Aber wir können jetzt nicht mit der Hand da... Doch! Nein, wir haben ja so viele Haare, wir können sie einfach mal nässen und dann... Das ist schon als Waffe. Vor allem die Wasserfälle, die gehen woanders lang, das ist gemein. Stimmt. Es geht ja hinter. Es geht vielleicht hinter dem Tor von ganz unten bei den Mädels mit dem Staubfleischspieß. Was? Was war damit? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Also ja, von dem Fleischspieß, aber. Ja, ich kann sein, nicht, worauf dass du hinaus willst. Hinten ist ja irgendwie ein Tor. Und kann sein, dass die Wasserfälle hinter dem Tor sind. Hä? Ach so. Ja, aber dann müsste man sich fragen, wie kommt man an das Wasser ran? Ja, keine Ahnung. Ich versuche, was zu erraten. Ich glaube, es wäre an sich wahrscheinlich ein Armutszeugnis, da jetzt einfach einen Guide zu befragen, aber andererseits, ich habe echt keine Ahnung. Ich hab sowas von keine Ahnung. Ich meine, wir könnten theoretisch versuchen, Moment. Hier oben. Also von hier müsste Wasser kommen. Kann es aber nicht. Vielleicht wenn er seinen Mund auf... Okay, nein. Keine Ahnung. Mach den Mund auf! Mach doch die Milch, das ist fast wie Wasser. Okay, nein, keine Ahnung. Hä? Was? Soll ich Wasser über den 3DS kippen oder was?
Aber ich verstehe es wirklich jetzt gar nicht. Ja, das ist echt schlimm so. Gibt es denn eigentlich irgendwas? Nein. Es gibt hier keine hilfreichen Tipps, Sachen. Wir haben viermal Magie. So, ich gehe nochmal hier hin, aber hier ist auch kein Wasser. Ja, das könnte schon sein, dass das Wasser von hinten kommt. Frag mich nicht, ich habe echt null Ahnung. Hier, da, von da, aber... Ach ja, sorry, das ist eine Säule. Könnte sein, dass das irgendwie ein Code ist, den wir irgendwie verstehen müssen und... Irgendwie, damit müssen wir irgendwie dieses Fleisch da schlagen und... Keine Ahnung! Also, wenn ich mir die Schriftzeichen so angucke, dann, sehe ich da drin gar nichts. Oder wir gehen einfach mal zurück zu, wie hieß sie denn noch gleich? Die Böse da. Die ist nicht böse! Die ist cool! Die ganze Zeit genervt, beziehungsweise die ich die ganze Zeit genervt rede. Und sie heißt, Ja. es liegt mir unter der Zunge. Risky Boots. Ja, genau. Ich glaube schon. Oh. Don't die. Ich habe eine Bento-Box erhalten. Was macht das Ding? Fleischlutscher. Das für die Zombies. Ah! Hauptsache wieder rein. So, Bento-Box benutzt. Lecker, lecker. Und einen Fleischspieß habe ich sogar noch bekommen. Ah. Okay, also. Erstmal mit euch weg. Da komme ich noch nicht ran. Zumindest nicht augenscheinlich. So. Schon wieder der Blasenschild, womit man seine Blase schützen kann. Sollte man manchmal machen. Gegen Blasenkrämpfe und Verspannungen. So. Und was haben wir hier? Jetzt haben wir hier Risky. Whisky. Soll ich zum Festland? Nö, ich glaube, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass wir hier nicht weiterkommen und deswegen woanders hin müssen. Ja, sonst würde sie ja uns nicht anbieten, sondern uns die ganze Zeit da lassen, denke ich mal, weil... Nee, ich meine... ab 6. Nein, ich meine, wieso, hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also müssen sie doch nicht so kompliziert werden. Doch. Zelda-Spiele sind auch zu kompliziert, zumindest für mich. Ja, aber das ist Zelda. Zelda ist was anderes. Nein, das ist wie Zelda. Bloß in Jump'n'Run. Oder so. Wo geht's denn eigentlich lang? Gucken wir mal. Oder wo können wir überall noch lang? Was hat die überhaupt in seinen Blasen? Hä? Guter Fisch oder was? Ja, das ist eine gute Frage. Das könnte andererseits auch... Ich dachte erst, das ist eine Rakete, aber nein, das ist glaube ich keine. Also Rakete dachte ich am wenigsten. Also ehrlich, guck du schon mal nach einem Guide, aber sag mir nicht, was drin steht. Okay. Wie könnte diese Insel denn auf Englisch heißen, falls man einen Englischen suchen sollte? Curse Island. Keine Ahnung. Spit Island. Wie ehrlich sind, wo Fleischspieß aussprechen würde. Fleischspieß. Genau. Ja, ja, das ist richtig. Warte, Shantae. Nee, Shantae falsch geschrieben, so. Guck ihn nur nochmal. Nicht sterben. Nein, tu ich doch gar nicht. Shantae. Tu ich doch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Los. Schieß! Tschüss! Hep! Level, wie heißt es? So, weg ist es. Kann es sein, dass Island Squid heißt? Nee, oder? Nee. Was? Level 2, nee, World
Ich schreibe einfach World 2.